Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Heute habe ich für euch den Wolfburn 10 Jahre. Ja, Freunde, ich begrüße euch wieder recht herzlich bei mir zur nächsten Whisky-Verkostung. Und heute habe ich, ja, einen ganz besonderen Whisky, finde ich. Es ist der erste 10-jährige Whisky aus der Brennerei Wolfburn. Denn die Brennerei, die hat vor 10 Jahren, wie gesagt, angefangen, 2013 angefangen, Whisky zu brennen. Ich muss mal den Pappkarton holen. Ne? Übrigens gibt es einen schönen Pappkarton dazu. Hier könnt ihr mal sehen. Also ich finde den sehr solide. Ne? Schöner, harter Pappkarton. Also das heißt, der ist auch recht stabil. Hier schön mit dem Wolf so drauf laminiert. Also ja, macht schon optisch schon ein bisschen was her, finde ich. Ja, und hier schreiben sie dann drauf 1821, ne, gegründet. Das ist auch im Prinzip so richtig, denn 1821 gab es schon mal eine Brennerei Wolfburn, die dann geschlossen wurde. Ich glaube, in den 1850er Jahren wurde die geschlossen. Und 1872, sagt man, standen da nur noch Ruinen. So, und unweit der ersten Brennerei wurde 2011, gab es dann die ersten Pläne, wurde geplant, eine neue Brennerei zu bauen. Und 2013 sind sie dann in Betrieb gegangen und haben angefangen, Whisky zu brennen. Also, sagen wir mal so, die neue Brennerei gibt es erst 10 Jahre, ne? Ja, und dann haben sie angefangen, Whisky zu brennen. Und ich habe auch schon immer wieder mal Wolfburn probieren dürfen, denn mein Whisky-Freund, der Marcel aus unserem Karlsruher Whisky-Stammtisch, hat sich diese Flasche gekauft. Und ich habe immer gesagt, ich möchte ihn unbedingt mal probieren, aber ich weiß nicht, ob ich mir da eine Flasche von kaufen soll. Aber ich würde ihn trotzdem gerne mal probieren, weil ich bin da immer vorsichtig. 10 Jahre ist ja auch noch nicht so alt für schottische Verhältnisse, ne? Natürlich für Wolfburn der älteste Whisky, den sie aktuell haben. Aber für schottische Verhältnisse, so mit 10-Jährige ist das immer so eine Sache. Und Marcel hat gesagt, kein Problem, ich kaufe den und dann kannst du den mal probieren. Ja, und ihr seht, da ist ja schon was raus. Den haben wir vor kurzem an unserem Whisky-Stammtisch, den hatte Marcel mitgebracht, aber blind. Das heißt, er hat uns aus einem 10CL-Sample den Whisky blind verkosten lassen und wir mussten halt gucken, was wir für Whisky erraten, ne? Also Region und Alter und so Sachen halt, ne? Wie man das halt so in der Blindverkostung macht. Und ich fand den richtig, richtig gut. Ich hatte den im Glas und fand den richtig, richtig geil. Und da habe ich gesagt, Mensch, was ist das? Und ich weiß gar nicht mehr, auf was ich nachher getippt habe. Ich war jedenfalls meilenweit weg von Wolfburn, ne? Das kann ich dazu sagen. Mit den Prozenten habe ich aber richtig gelegen. Da haben wir alle am Stammtisch richtig gelegen. Wir haben alle so 46, 43, 46 gesagt und das finde ich, kriegt man auch ganz schnell raus. Und ja, ich finde, am Stammtisch fand ich den richtig, richtig gut. Also da fand ich den echt gelungen, wo Marcel uns dann die Flasche gezeigt hat. Da waren wir total überrascht, total geplättet, was das für ein Whisky ist, ne? Ja, und nun will ich den heute das zweite Mal verkosten, ne? Weil der mir so gut gefallen hat, hat Marcel gesagt, dann nimm noch die Flasche mit, machst mal ein Video drüber, dass die anderen Leute auch mal ein paar Notes bekommen. Und das will ich dann hiermit tun, ja. Zu Wolfburn ist noch zu sagen, die nördlichste Festlandbrennerei Schottlands, ne? Noch. Es wird, glaube ich, weiß gar nicht, wie die heißt, aber es wird, glaube ich, noch eine gebaut, die noch ein Stückchen nördlicher liegt nachher. Das ist ja immer so ein Kampf, ne? So ein bisschen nördlichste, südlichste und östlichste, westlichste und ach, was weiß ich. Also das ist immer, wichtig ist ja für uns nachher im Endeffekt, der Whisky muss halt schmecken. Es muss ein gutes Produkt dabei rumkommen und wo dann die Brennerei liegt. Also mir persönlich ist es dann wurscht, aber der Whisky muss gut sein. Ja, und Wolfburn brennt auf 2 Brennblasen und sie haben ein Produktionsvolumen von nur 135.000 Liter. Das ist nicht viel Whisky, was die da raushauen, sage ich mal. Und dann haben sie den ersten 10-jährigen Whisky für sage und schreibe, ich glaube, 58 Euro auf den Markt gehauen. Entschuldigung, finde ich
finde ich einen sehr, sehr guten und angemessenen Preis. Ja, früher hat man natürlich 10-Jährige für 25, 30 Euro bekommen. Ne? Von denen Preisgefüge müssen wir uns sowieso ganz, ganz weit entfernen. Die Zeiten sind vorbei. Das wird es nicht mehr geben, dass wir Whisky so günstig in Zukunft noch kriegen können. Ne? Und klar, Wolfburn muss natürlich auch Geld verdienen, ganz klar. Aber ich finde, 55, 55 Euro heutzutage für einen 10-jährigen Whisky, wenn er dann gut ist, ist es okay, sag ich mal. Ne? Okay, jetzt nicht günstig, das kann man natürlich nicht sagen, aber okay vom Preis her. Ja, Freunde, dann will ich mich dem Whisky auch mal nähern. Er ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert. Ihr seht ja in der Flasche hier, ja, da hat er schon eine schöne Farbe. Und es handelt sich um eine Oloroso Sherry Reifung. Das steht auch hier drauf. In Specially Selected Oloroso Sherry Cast. Also das ist eine Vollreifung 10 Jahre lang in Oloroso Sherry Cast. Und dafür war ich ja, wie gesagt, blind an unserem Whisky-Stammtisch sehr, sehr überrascht. Denn ich hätte nie gedacht, dass das ein Sherry-Fass ist. Denn wir haben natürlich dann auch gerochen, ne? Und mir fiel sofort auf, und das habe ich jetzt auch wieder hier. Wir haben, glaube ich, am Stammtisch 5 Sekunden dran gerochen und waren uns alle einig, dass das ein Ex-Bourbon-Cask ist. Und dem ist ja nicht so. Dem ist bei Weitem nicht so. Das ist ein Oloroso Sherry-Cask. Denn auch wenn ich jetzt wieder reinrieche hier, eine Fruchtigkeit hat er, aber eine Hellfruchtigkeit, keine dunkle Frucht. Und auch diese Nussigkeit von Oloroso, die fehlt mir hier bei Weitem. Ich habe hier überhaupt keine nussigen Anklänge. Jetzt kommt eine schöne Honigsüße, ne, die ja so typisch auch für Ex-Bourbon eigentlich ist. Ja, eine schöne Honig, sogar schon so ein bisschen Vanille-mäßig ist das so. Also völlig untypisch für mich, dieser Whisky für Oloroso Sherry Cask. Ne? Aber nicht schlecht, muss ich sagen. Also am Stammtisch, wie gesagt, war ich total begeistert von diesem Whisky. Ne? Wir haben übrigens ein Whisky, der nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert ist. Ne? Natural Color. Und wir haben 46 Volumenprozent. Ne? Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Also mit dieser roten Aufmachung finde ich es auch sehr markant. Ne? Also da, das erkennt man dann gleich. Die große 10 da drauf. Ne? Der Wolf hier natürlich hier oben. Ne? Immer das Markenzeichen von Wolfburn. Der steht auch, glaube ich, dort in der Brennerei als Kunstobjekt, als Statue da, glaube ich, irgendwo. Ich war noch nie bei Wolfburn. So weit oben im Norden Schottlands. Irgendwann wird es vielleicht mal so weit sein, dass ich auch da oben mal bin. Aber ja, gefällt mir alles so jetzt optisch, die Eckdaten, gefällt mir das alles ganz gut. Und wie gesagt, blind fand ich den Whisky hervorragend. Also, wenn der mich heute wieder so überzeugt wie am Stammtisch, dann werde ich mir wahrscheinlich von dem auch eine Flasche mal kaufen. Ne? Ganz klar, weil das ist dann einfach ein guter 10-jähriger Whisky. Ne? Aber das kriegen wir heute noch raus. Ja, also wenn ich hier reinrieche, wie gesagt, sehr frisch, sehr fruchtig, sehr vanillig, aber fruchtig, hellfruchtig, er ist auf der hellfruchtigen Seite, sehr honig, vanillig so ein bisschen. Also niemals wäre ich auf Oloroso gekommen, von der Nase her. Er ist aber auch nicht sehr komplex, das muss man gleich dazu sagen, er ist noch nicht so sehr komplex, noch nicht so rund, so ausgereift. Ne, klar, 10 Jahre ist ja jetzt auch nicht das große Alter. Wenn wir mal von Wolfburn mal was bekommen, was nachher so 12, 15 Jahre alt ist, so dann geht es nachher schon in die Richtung, wo die auch komplexer werden, finde ich. Ne? Also wo dann auch viel mehr Aromen noch zu riechen sind. Aber ich finde bisher so, gefällt mir die Nase ganz gut. Sie überzeugt mich schon eigentlich. Sie lädt mich ein, diesen Whisky zu trinken. Also bisher passt da alles. Ja, Hellfruchtigkeit, habe ich gesagt. Da bin ich fast schon so bei der Zitrusfrucht. Also richtig schön zitruslastig so ein bisschen in die Richtung. Limette, Zitrone nicht. Zitrone, da ist er, so sauer ist er nicht. Aber so ein bisschen so in die Limettenrichtung gehend. Vielleicht so ein paar Anklänge von Rosinen. Das könnte dann doch so ein bisschen so in die Oloroso-Richtung noch so reingehen. Ja, ich habe schon gehört von einigen Leuten, ich habe ja natürlich auch schon ein paar Videos darüber geguckt und auch ein paar,
paar Sachen gelesen über den Whisky, ne? Der hat mich ja von Anfang an auch so ein bisschen interessiert. Und da haben einige gesagt, ja, da kommt so eine alkoholische Note in der Nase gleich zum Anfang, ne, wenn man da reinriecht. Ich muss sagen, das finde ich gar nicht mal so. Also alkoholisch, ja, der hat so eine eigenartige Note noch da. Das habe ich auch beim Blind Tasting gesagt. Da ist so eine eigenartige, eigenständige Note mit dabei, die ich nicht zuordnen kann. Die kann ich auch, glaube ich, heute nicht zuordnen. Auf alle Fälle so fruchtig, hellfruchtig, zitruslastig, so geht's hier, Honig, Vanille. Das ist für mich, sind für mich die Hauptaromen, die hier sind. Ach so, und natürlich, wir reden hier von einem, das habe ich ganz vergessen zu sagen zum Anfang, wir reden hier von einem unpeated Whisky, ne? Also nicht getorft, nicht rauchigen Whisky. Wolfburn macht ja auch rauchige Whiskys, aber dieser hier ist nicht rauchig, absolut nicht, null. Ja, also wie gesagt, die Nase ist überhaupt nicht großartig komplex, ne? Aber die Aromen, die sie hat, die finde ich sehr gut, die finde ich sehr schön. Ne? Die Farbe würde ich so zuordnen in einem, ja, in einem Goldton, in einem schönen Goldton. Das ist gar nicht mehr so hell, dunkel natürlich auch nicht. Schlierenbildung könnte ich euch mal wieder zeigen. Wunderschöne Schlierenbildung auch wieder. 46 Volumenprozent, ne? Das deutet ja auch auf eine schöne, gute Trinkstärke, eine gute Konsistenz hin. Also finde ich, ja. Dann will ich jetzt auch mal langsam mal probieren. Also Freunde, auf euch, Slange. Oh ja. Schönes Prickeln auf der Zunge, kräftiger Antritt. Muss ich sagen, der hat gut Feuer, gut Power. Ah, jetzt kommt er, der schiebt auch noch von hinten. Also, sehr schön. Und schön süß auf der Zunge, schön süß am Gaumen. So eine richtige schöne Zuckersüße würde ich das schon, sogar schon fast nennen. Keine Fruchtsüße. Frucht hat er auch, aber die Süße, finde ich, kommt nicht von der Frucht. Die kommt von woanders. Es geht so in diese Zuckerrichtung, finde ich. Honig vielleicht, ne? So, der Honig bringt ja auch eine schöne Süße mit. Also ich finde den Whisky sehr gut. Der gefällt mir bis jetzt wunderbar. Er ist sehr kräftig im Antritt. Die 46 Volumenprozent sind da richtig gut Power. Also ich glaube blind, ja, wir haben den ja, da, blind hatte ich glaube ich erst gesagt, 50 Volumenprozent. Ich meine mich daran zu erinnern, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Der Marcel wird es wissen und der Konstantin. Ich glaube, ich hatte da erst 50 Volumenprozent gesagt und bin dann nachher, bin ich dann nachher auch auf 46 gegangen. Und Konstantin, glaube ich, war gleich auf 46. Ich weiß nicht, der hat es, glaube ich, gleich richtig gehabt. Aber, ja, blind, ne? Das ist so, sag mal so, ich bin natürlich meilenweit weg gewesen von diesem Whisky und blind ist immer so eine Sache. Ich bin da halt sehr schlecht drin, blind Whiskys zu erraten. Ne? Also das muss man einfach so sagen. Wenn man das optisch sieht, wenn man weiß, was man im Glas hat, beurteilt man ja einen Whisky auch anders. Man ist so ein bisschen beeinflusst, ne? von dem, was man schon sieht. Aber blind ist die ehrlichste Variante, einen Whisky kennenzulernen. Schluss aus. Das muss man ganz einfach so sagen. Blind kann ich, da kannst du mir einen 30-Jährigen einkippen, ne? Und wenn ich den dann blind nicht gut finde, dann ist er halt nicht gut. So, ne? Aber hätte ich den jetzt als 30-Jährigen gesehen, optisch, und schon im Hinterkopf gehabt, oh, der kostet 800 Euro oder 600 Euro oder so, ne? Dann gehe ich ganz anders schon, auch geschmacklich, dann ist die Sensorik schon ganz anders von vornherein drauf eingestellt, wie ich an diesen Whisky rangehe, als wenn ich den blind im Glas habe, ne? Und das finde ich hervorragend. Das haben wir uns auch am Stammtisch jetzt mal so gesagt, das werden wir ab und an mal wiederholen, diese Blind Tastings. Jeder bringt einen 10cl-Sample mit, macht da irgendeinen Whisky rein. Ich hatte bei meinem Whisky, hatte ich sogar die Originalflasche dann noch im Rucksack drin, die habe ich dann nachher auf den Tisch gestellt, ne, falls noch jemand nachschenken wollte. Und aber das ist total spannend, von den Leuten mal blind Whiskys eingeschenkt zu bekommen. Ne? Man liegt natürlich meilenweit weg und dieses Blind Tasting, das entwickelt sich ja mit der Zeit. Je öfter man das macht, ne, je besser wird man dann auch irgendwann, ne, je genauer kommt man dann auch ran an die ganzen Geschichten. Ne? Also ich find das spannend. Das machen ja auch einige YouTuber, ne, habe ich ja gesehen. Ich habe bisher, ich glaube einmal habe ich es mit dem Jochen gemacht
von Molds and Metal. Und ansonsten habe ich großartig auf meinem Kanal noch keine Blind Tastings gemacht. Vielleicht mache ich das mal in Zukunft, ne? Aber wie gesagt, ich bin da sehr, sehr schlecht drin. Also das gebe ich von Anfang an zu. Ich habe es ja schon ab und an mal gemacht und ich glaube, ich habe es, glaube ich, einmal oder so mal erraten oder so. Aber das ist ganz, ganz schwer, finde ich, ne? Ja, aber jetzt wieder verquatscht ein bisschen. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dem Whisky hier. Ja, also, ja, in der Nase habe ich dann auch wirklich nicht mehr, muss man sagen. Der ist, wie gesagt, nicht sehr komplex. Vielleicht, ich habe den jetzt 20 Minuten atmen lassen. Vielleicht müsste man auch mal ein Glas, das kann man auch mal ausprobieren. Das ist übrigens mal ein Tipp. Stellt euch mal ein Glas hin oder lasst mal nachher einen Rest drin und lasst das mal 2 Stunden stehen oder so. Das sind immer Sachen da, wenn ihr natürlich Zeit habt, ne? 2 Stunden mal im Glas stehen lassen, stellt ihr irgendwo in der Ecke oder was weiß ich, wo es nicht stört, und lasst es mal 2 Stunden stehen und probiert danach mal wieder. Das ist sehr, sehr spannend. Da kommen auch mitunter ganz andere Sachen raus, wie ihr das hattet nach einer Viertelstunde, 20 Minuten im Glas. Also das ist auch wirklich, wirklich mal wert, das mal auszuprobieren. Und das werde ich mit dem im Anschluss auch mal machen. Ich werde mir vielleicht mal einen Schluck drin lassen und lasse den mal 2 Stunden stehen. Weil dann verfliegt auch so ein bisschen das Alkoholische, was noch da drin ist, so ein bisschen, ne? Und also hier ist, ich finde den nicht alkoholisch, um Gottes Willen. Ich meine jetzt nicht diesen Whisky, ich meine jetzt das im Allgemeinen. Ne? Wenn Whisky so ein bisschen alkohollastig noch sind, das verfliegt dann mit der Zeit, wo es steht. Und dann kommen wir tatsächlich auch mal auch die schönen Aromen noch mit zum Vorschein. Ja, ich würde sagen, ich probiere nochmal. Also in der Nase, wie gesagt, ich habe da nicht mehr. Ne? Der ist nicht so großartig komplex, aber nochmal, ich betone es, das, was er mir bietet, das finde ich gar nicht mal schlecht. Das finde ich echt gut. So. Mhm. Ja. Auch beim zweiten Schluck. Kräftiger Antritt. Er hat richtig Bums, sage ich jetzt mal, ne? Also, trotz der 46 Volumenprozent kann ich mir vorstellen, dass manche bei dem noch mit Wasser spielen, dass sie da wirklich mal noch so ein paar Tröpfchen Wasser reinmachen, vielleicht auf 43 runtergehen oder so. Also, er ist sehr, sehr kräftig im Antritt. Wie gesagt, dann hat er diese Süße, dann hat er die Fruchtigkeit, diese Hellfruchtigkeit, die ist natürlich auch da, diese Honig-Vanille-Süße, also Honig, mehr Honig, weniger Vanille, aber auch so ein paar leichte Vanilleanklänge. Aber wie gesagt, ich wäre niemals auf Oloroso Sherry gekommen bei dem hier, ne? Nie im Leben. Also die typischen Oloroso Aromen, die sucht man hier vergeblich, finde ich. Und die Süße hält sich an den Wangen, so an den Innenseiten der Wangen, habe ich diese Süße. Die beißt sich da so ein bisschen fest. Also ja, der Abgang ist gar nicht mal so kurz, muss man sagen, ne, bei dem. Also ich finde, um jetzt vielleicht auch mal langsam nachher mal zum Schluss zu kommen, ich finde, Wolfburn hat einen soliden Whisky gemacht. So muss man das Urteil fällen. Kein Überdrüber-Whisky, keine Granate, sage ich jetzt mal, kein Mega-Whisky, aber einen sehr guten, soliden 10-jährigen Whisky. Man merkt noch ein wenig die Jugend. Also ich finde, mag auch vielleicht der Charakter ein bisschen so von Wolfburn sein, ich finde, dass allgemein die Destillerie, sie müssen ja natürlich verkaufen, ist klar, sie müssen ja Geld verdienen. Aber ich freue mich da schon auf einen älteren Whisky. Wenn der mal 12, 15 Jahre alt ist, da freue ich mich drauf bei Wolfburn. Weil da steckt Potenzial noch drin in diesen Whiskys, finde ich. Ja, also der, ich finde den gut. Ich gebe jetzt mal mein Fazit. Ne? Ich sag's nochmal, ein sehr solider Whisky, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, 46 Volumenprozent, die richtig kräftig im Antritt sind. Ne? Wir haben eine schöne Farbe, wir haben eine Oloroso Sherry Vollreifung, was aber in meinen Augen nicht zu schmecken ist, nicht zu spüren ist. Also ich bin hier weit entfernt von Oloroso und blind sowieso, ne? Wir waren ja bei Ex-Bourbon. Also, aber trotzdem, er schmeckt sehr gut, es ist ein richtig guter, schöner, solider Whisky. Ich gebe den Daumen hoch, ich gebe eine Kaufempfehlung. Ich finde ihn auch mit 50, 55, glaube ich, Euro oder so, was der kostet, weiß gar nicht, finde ich den auch okay im Preis, ne? Nicht günstig, aber okay. Und
spreche für den eindeutig eine Kaufempfehlung aus. Also das sollte man sich mal probieren. Vielleicht macht man auch mal bei einer Teilung mit, holt sich da mal 10 CL, ne? Ist ja dann auch kein großes Vermögen, was man dann da ausgibt, und probiert den ganz einfach mal. Ja, Freunde, dann hat es mich wieder gefreut, euch diesen schönen Whisky vorstellen zu dürfen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Abonniert bitte meinen Kanal, wer das noch nicht getan hat. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, wenn ihr da ein Like drunter macht. Und dann würde ich noch sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.